Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Die Geschichte der Dinosaurier von Jurassic World Evolution. Die große Sendung, wo man Fakten über Dinosaurier erfährt und Geschichtliches über ihre paläontologische Geschichte und ihre Entdeckung. Das letzte Video von den Fakten war schon eine Weile her, deswegen habe ich mir gedacht, die Serie muss weitergehen. Auch heute haben wir mal wieder einen wunderbaren Dinosaurier für euch parat. Dieses Mal agiere ich aber nicht aus der Lust heraus, sondern direkt aus den Kommentaren aus dem letzten Faktenvideo. Und so wie es aussieht, gibt es einen eindeutigen Sieger für das nächste Faktenvideo. Es ist der Carnotaurus. Der Carnotaurus ist einer der merkwürdigeren Fleischfresser in Jurassic World Evolution. Sein leichter Körperbau und seine stromlinienförmige Form machen ihn zu einem der schnelleren Theropoden, die es gibt. Allerdings hatte dieser einen erheblichen Nachteil. Er war nicht so wendig. Aber wieso sage ich schon diese Fakten, wenn man doch eigentlich ganz von vorne anfangen will? Deswegen fangen wir einfach mal ganz von vorne an. Was ist überhaupt ein Carnotaurus? Der Carnotaurus ist ein mittelgroßer Theropode, welcher in Südamerika in der Kreidezeit lebte. Sein Name bedeutet wirklich sprichwörtlich der fleischfressende Bulle oder fleischfressender Stier. Diesen Namen hat er seinen charakteristischen Hörnern zu verdanken, die der Carnotaurus auf seinen Kopf trägt. Relativ wie jeder andere Fleischfresser auch, hatte der Carnotaurus zwei kräftige Hinterbeine, kurze Vorderarme und einen ausbalancierten langen Schwanz, womit er immer sein Gleichgewicht sehr gut halten konnte. Die Schnauze des Carnotaurus war aber im Vergleich zu den anderen Fleischfresser recht kurz und flach. Eine Gesichtsmuskulatur war wahrscheinlich kaum vorhanden. Was auch bedeutet, dass der Carnotaurus eine nicht ganz so große Beißkraft wie zum Beispiel der T-Rex oder der Allosaurus gehabt haben sollte. Aufgrund des Körperbaus, welcher er dünn wirkt und nicht so plump wie der andere Fleischfresser, geht man davon aus, dass der Carnotaurus sowas wie ein Gepard der Kreidezeit war. Sein Körper war relativ leicht gebaut und auch sehr dünn. Und seine Hinterbeine waren sehr kräftig und lang, welches die These stützt, dass der Carnotaurus wahrscheinlich sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen konnte. Im Vergleich zu seinen kräftigen Hinterbeinen waren allerdings seine Vorderbeine extrem kurz, sogar noch kürzer als die vom T-Rex. Keiner weiß so genau, warum die Arme des Carnotaurus so lächerlich kurz wurden im Gegensatz zu vielen anderen Theropoden, welche mindestens noch ein bisschen Verwendung für die Arme hatten. Der gesamte Kopf des Carnotaurus war aufgrund dessen, obwohl er ein Theropode war, doch relativ klein im Vergleich zu seinem gesamten Körper. Dieses windschnittige Design erlaubt das Erreichen von hohen Geschwindigkeiten und stellt den Carnotaurus als eine Art Sprintjäger in seiner Zeit dar. Der Carnotaurus wurde 1984 im heutigen Patagonien entdeckt. Die einzige bekannte Art nennt sich Carnotaurus sastrei und zählt unter anderem mit zur Familie der Abelisaurier, einer Gruppe fleischfressender Saurier, welche dafür bekannt waren, relativ kurze Arme zu besitzen und ist damit auch eines der vollständigsten Theropoden-Skelette, die es auf der Welt gibt. Die Unvollständigkeit des Skeletts beruht daher, dass dieses Skelett bereits sehr stark dem Witterung der Umwelt ausgesetzt war. Doch was es alles gab von ihm, sind nicht nur ein paar Knochen, sondern auch Hautabdrücke des Tieres. Und diese zeigen nicht nur, dass der Carnotaurus ein geschuppter Zeitgenosse war, sondern auch Knochenplatten auf seinem gesamten Körper besaß, sogenannte Osteoderms. Diese Knochenplatten waren etwa so strukturiert wie kleine Knöpfe. Ob die einen gewissen Schutz geboten haben gegen andere Fleischfresser, ist umstritten. Bis zum Jahre 1999/2000 war der Carnotaurus als Dinosaurier an sich noch unbekannt. Der Durchbruch des Carnotaurus kam alleine von Disney. In dem Film Disneys Dinosaurier hat der Carnotaurus eine entsprechende Rolle als Schurken. Dennoch agiert der Carnotaurus dann nicht wie ein richtiger Schurke. Er ist einfach nur ein Raubtier,
Im gesamten Film gibt es zwei Kanutauchen, zwei Brüder, welche eine Herde von Dinosauriern nachstellen, um zu überleben. In dem Film wird ein Dinosaurier namens Alada, ein Iguanodon, von Lemuren großgezogen. Das Leben könnte ja so friedlich verlaufen weiterhin. Aber plötzlich kam ein Meteorit und alles änderte sich. Ein riesiger Feuersturm zerstört die ganze Insel und Alada und die Lemuren sind gezwungen, eine große Reise anzutreten. Dabei schließen sich Alada und seine Familie einer großen Dinosaurierherde an und erleben das größte Abenteuer der Zeit der Dinosaurier. Dabei treffen sie alle Arten von Charakteren, von der alten Ima bis zur riesigen Berlin bis über den quirligen Ohl, welche in dieser Reihenfolge ein Ainiosaurus, ein Brachiosaurus und ein Euoplocephalus, eine Ankylosaurierart sind. Dann noch den Anführer der Erde, Kron, und dessen Sidekick Bruton. Und natürlich, wie sollte es bei Disney anders sein, das Tier, in das man sich verliebt. Mira. Während der Reise trifft die Herde immer wieder mal auf den Kanutauren. Zuerst sind es nur zwei. Dann wird einer in einem Felsrutsch getötet und dann ist es nur noch einer. Und im großen Endkampf, kurz vor dem Ziel, kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Herdentieren, Kron, den Kanutauren und Alada, dem Helden unseres Films. Aufgrund der Führungsqualitäten von Alada schafft es die Herde, den Kanutauren abzuwehren und den natürlich von sich abzulenken. Doch leider ist dieser Kampf kein Kampf ohne Opfer. Nachdem der Kanutaurus in eine große Schlucht fällt, konnte Kron nur noch tot geboren werden. Und falls ihr euch fragt, was Kron für ein Charakter ist, nun, er ist der, den man eigentlich als wahren Schurken bezeichnen kann, auch wenn er wirklich nichts Böses tut. Er ist nur etwas rau und kaltherzig und ihm ist eigentlich das Leben der gesamten Herde egal. Hauptsache, sie kommen alle sicher an das Ziel an. Und obwohl er so ein kaltherziger Geselle war, und zwar wirklich bis zum Ende des Films, hat man doch irgendwie am Ende Mitleid, dass er es doch nicht überlebt hat. Doch für den Kanutaurus bedeutet das einen großen Sprung nach vorne. Von nun an war er bekannt als das Monster. Und das Unglaubliche war, er war sogar dann noch fast genauso beliebt wie der Tyrannosaurus Rex. In Medien und Film und Fernsehen ist der Kanutaurus nun berühmt geworden. Und auch in Jurassic Park hatte der schon indirekt einen Auftritt gehabt. Zwar bisher nur in der Novelle, aber in Die vergessene Welt, Jurassic Park. Oder besser bekannt als Jurassic Park 2, hatte der Kanutaurus einen Auftritt. Damals wurde der allerdings mit Chamäleon-Fähigkeiten zugeschrieben, welcher sich dann im Untergrund tarnen konnte. Diesbezüglich hatte der allerdings auch wahrscheinlich dieses Erscheinungsbild eines Chamäleons gehabt. Vor allem die Augen waren ganz anders. Aber abgesehen von der Novelle hatte der Kanutaurus noch keinen Filmauftritt. Die Szenen in Jurassic Park 2 wurden alle gestrichen und im Jurassic Park Franchise war eine ganze Weile Stille um den Kanutaurus. Und dann wurde es 2018. Jurassic World, das gefallene Königreich, lief in die Kinos an und offenbarte den ersten Filmauftritt des Kanutauren im Jurassic Park Franchise. Und man muss immer wieder sagen, er war der Hammer. Selbst wenn der Kanutaurus gegen den T-Rex unterlag, war er einfach der Hammer. Das Design, die Farben, einfach alles an den Kanutaurus war stimmig. Und davon gab es wahrscheinlich gleich mal drei, wovon allerdings nur zwei überlebt haben. Aber im gesamten Film hat der Kanutaurus einen echt guten Eindruck gemacht, fand ich. Er war nicht zu dominant, er war schon gefährlich, aber war eben nicht so überdimensional wie eben bei Disneys Dinosaurier. Und von der Größe her war die Akkuratität des Kanutaurus auch ziemlich in Ordnung. Mit seinen 3,3 bis 3,6 Metern Höhe, mit seinen 9 Metern Länge und mit einem Gewicht von etwa einer Tonne ist der Kanutaurus ein Fliegengewicht, das eher auf Schnelligkeit ausgelegt ist. Und somit eigentlich auch viel kleiner als der Kanutaurus im Disneys Dinosaurier, welcher etwa die Größe eines Tyrannosaurus Rex besaß. Dazu ist der Kanutaurus noch einer der Hauptbestandteile des Indominus Rex. Zusammen mit seinen nahen Verwandten der Rugops. Der Kanutaurus lebte von 72 bis 69,9 Millionen Jahren in der Oberkreide.
Und das war's mit dem Carnotaurus für heute. Abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig bei dem nächsten Video wieder. Schreibt in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich sag bis dahin, bis zum nächsten Mal und bis bald.